So, wir sind jetzt endlich bei Tobi angekommen. Der gute Herr hat verschlafen. Der aus wie Scheiße. Ja, aber wenigstens eins kann er. Von einer halben Stunde. Von einer halben Stunde ist er pennen gegangen und hat natürlich verpennt. Aber hat uns um 2:30 Uhr nachts angerufen, damit wir ja nicht verpennen. Gott sei Dank, weil ich hätte nämlich gnadenlos verpennt. Ja, jetzt sind wir hier, rauchen noch eine gemütlich und dann geht's los nach Köln. Ne? Wir sehen uns. Bis dann. So, wir sind jetzt hier noch auf dem Rastplatz hier. Kurze Pause machen, ich musste pissen. Mädchenblase lässt grüßen. Wir haben jetzt noch, wie lange haben wir jetzt noch vor uns? 1,5 Stunden, dann sind wir in Köln endlich. Dann schauen wir, dass wir irgendwie ins Hotel einbrechen können, weil ich glaube, wir können auch einchecken um 12 Uhr. Wir haben es jetzt kurz vor 9 und dann fahren wir noch nach Dortmund und dann geht es auch schon zum Treffen auf dem Domplatz. So, Tabea, Oskar und Chris, die waren noch nie in Köln, die wissen nicht, wie das da abläuft, wie das da aussieht. Und ich bin mal gespannt auf denen, ihre Reaktion, was die dazu sagen, wie die Köln finden, wieso der ihr erster Eindruck davon ist. Und dann würde ich sagen, fahren wir jetzt erstmal weiter und wir sehen uns später. Ciao. Was machst du? Wo stehst du? Ich film dich. Warum? Weiß nicht. Du geistig behindert bist, halt. Das ist genauso wie nach dem Chicken Nugget Video, ja, den nimmst du noch auf. Ja, was ist für ein Scheiße, ey. Auch damit jetzt. Oh, Alter, bling bling. Mui. Meine ist nicht so schön. Ich wollte mir erst eine von denen. Die schlägt, Alter. Die, aber die gab's. Da gab's halt nur so Smartwatches und ich hatte gar keinen Bock auf so eine Smartwatch. Nee. Wir sind hier gerade in Dortmund unterwegs, und zwar beim lieben Jean-Pierre Crémant. Mal schauen, ein bisschen Autos gucken, was hier so geht, ob das sich wirklich so extrem heftig lohnt. Es tut mir leid, wenn nur meine Fresse auf dem Video zu sehen ist, aber es liegt daran, dass ich keine 1200 Euro habe für ein neues neues Objektiv. Ja, wir sehen uns gleich drin. Ciao. So, wir sind jetzt endlich im Hotel angekommen. Wir haben
jetzt 16.10 Uhr. Wir sind losgefahren um 3:30 Uhr nachts, 3.15 Uhr, 3.30 Uhr sowas. Sind jetzt angekommen. Diesmal werden wir nicht ganz pünktlich sein, aber diesmal nur eine halbe Stunde Verspätung. Es liegt daran, weil wir noch duschen wollen und uns umziehen. Und ich würde sagen, ich gebe euch jetzt mal eine kurze Roomtour, wie es hier in unserem kleinen, aber süßen, schnuckligen Zimmer aussieht. So, das ist das niedliche Zimmer. So, zwei Betten aneinander geschoben. Ach, geil, Arsch. Ja, ich habe mich hier schon mal eingerichtet, ne? Unser Bad ist auch sehr geil. Ist nämlich ziemlich klein. So irgendwie ist es bei uns mittlerweile so normal, dass wir so kleine Zimmer haben. So, der Ausblick außerhalb ist jetzt nicht der Burner, aber es geht. Sag mal, warum hast du eigentlich die Heizung hier an? Wie hast du drauf gemacht? Ich hab drauf gedrückt, ich habe magische Finger. Hier ist alles ein bisschen kleiner, das macht aber nichts. Weil mehr brauchen wir nicht. Was gibt's noch? Ja, hier unseren Schrank, der ist auch noch ziemlich geil eigentlich. Der ist nämlich praktisch nicht existent. Jetzt seht ihr auch mal die neue Kamera, mit der ich hier arbeite. Das ist nämlich eine Lumix GH5. Link ist natürlich noch unten in der Beschreibung, falls ihr es genau wissen wollt. Und das hier ist unser Schrank. Der sieht durch den Spiegel ein bisschen größer aus, als er ist. Macht ja gar nichts. Wir bleiben eh nur eine Nacht hier in Köln, von dem her macht das nichts aus. Und ich meine, der Ausblick hier von unserem Zimmer ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, wie ich es mir gedacht habe. Dafür, dass es so ziemlich das letzte Zimmer war. So, das war's dann auch schon mit unserem Zimmer. Ich meine, arg viel mehr ist nicht zu sehen. Außer, dass hier noch ein Spiegel ist. Ich würde sagen, wir gehen uns jetzt duschen, ziehen uns um und dann geht's ab auf den Domplatz. Ciao! So, falls ich es vergessen habe zu sagen, wir sind jetzt im Hotel gewesen, waren vorhin noch schick was essen. Jetzt gehen wir erstmal los mit Axel, Tabea, Chris und noch zwei weiteren Ehrenmännern, die wir gerade kennengelernt haben, die auch Axel verfolgen und hier im Hotel bei uns sind. Mit denen haben wir jetzt gerade noch unten vorm Hotel was getrunken. Und jetzt gehen wir erstmal noch nach Köln in die Innenstadt. Und gehen dann noch ein bisschen was trinken, bevor es dann morgen früh dann schon losgeht auf die FIBO. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch eine wunderschöne gute Nacht. Schlaf gut und träumt was Schönes. Macht's gut, bis bald und ciao, ciao. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind jetzt wieder unter den Lebenden. Gestern Abend ging noch ordentlich steil. Ich weiß gar nicht, wann sind wir schlafen gegangen. Wir sind so gegen 4 Uhr schlafen gegangen oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe nicht mehr auf die Uhr geschaut. Ich war einfach nur noch fertig. Ja. Mega Kopfschmerzen, natürlich
von dem Spezi immer. Tabea hat auch mega Migräne oder irgendwas. Sie meint, das liegt nicht am Alkohol. Nö. Ich fühle mich ziemlich scheiße. Und Tobi gerade geweckt, der sieht aus wie Michael Jackson, nur in nicht ganz so tot, aber genauso weiß und dem seine Nase war auch irgendwo anders. Wir gehen jetzt erstmal zur Apotheke, wie gesagt, und holen Tabletten, Schmerztabletten. Dann gehen wir schick frühstücken und dann geht's auch schon los auf die FIBO 2018. Wir sehen uns dort. Ciao. Oh fuck, ich brauch Kippen. So, willkommen zur FIBO 2018, ne? Wir sind jetzt endlich hier angekommen. Wir warten jetzt gerade noch auf Tobi sein Ticket, das ich gestern Morgen gekauft habe für 60 Euro anstatt 36, Bucherpreis. Aber der Typ kommt extra hier an einen anderen Eingang, fährt 10 Minuten oder so mit dem Fahrrad, um seine Geschäfte hier zu vollenden. Und jetzt machen wir uns auf die Mission, hier für Tobi eine abzugreifen. Und Sophia Thiel, ihr wisst Bescheid, ne? Sophia Thiel, mach dich locker für den Schocker. Geil. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir waren jetzt gerade schon frühstücken, packen jetzt unser Zeug, unsere 7 Sachen ein. Dann geht's nochmal los hier in Köln, wahrscheinlich runter an den Rhein. Dort noch ein Video machen und machen wir uns auch schon auf den Heimweg. Ich habe jetzt gestern nicht ganz so viel gefilmt, beziehungsweise ich persönlich eigentlich gar nichts. Ich habe mir jetzt ein paar Ausschnitte von Tobi geklaut, weil das war einfach viel zu viel für mich und die Kamera ist mir zu teuer. Es haben mich so viele Leute angerempelt und allem Möglichen. Deswegen wollte ich da nicht großartig viel filmen. Es war meiner Meinung nach auch im Gegensatz zu letztem Jahr extrem schwach. Aber das ist so eine Ansichtssache. Aber gönnt euch mal diesen geilen Ausblick von unserem Hotelzimmer. Das bei helllichtem Tag, so aus unserem Fenster raus, ist schon geil. Ist da irgend so eine Kirche? Okay, hier unten ist jetzt nicht mehr so geil, aber ja, du gönnst dich ja sonst nichts. Ja, wie gesagt, wir packen jetzt noch ein paar Sachen ein. Aber vorher muss ich noch sagen, wenn ihr mal in Köln seid, schaut auf jeden Fall beim Ibis Zentrum Köln vorbei. Das Hotel ist wirklich megamäßig, muss ich sagen. Die Leute sind super nett. Es ist mega sauber hier drin, mega aufgeräumt. So, jetzt natürlich nicht mehr, nachdem wir hier drin waren. Ihr habt alles, was ihr braucht. Der Preis zur Messezeit ist echt top. Da kann man gar nichts sagen. Auch wenn man mal eine Nacht kurzfristig länger bleiben will, bemühen Sie sich wirklich, alles in die Wege zu leiten, damit ihr da bleiben könnt. Also auf jeden Fall vorbeischauen. Lohnt sich. Lohnt sich wirklich. Wenn ihr Glück habt, dann habt ihr sogar ein Zimmer auf der anderen Seite, wo direkt auf den Kölner Dom ihr schauen könnt. So. So Leute, wir sind jetzt endlich wieder zu Hause angekommen. Wir haben es jetzt 2 Uhr oder so. Lag daran, dass wir jetzt noch 2 oder 3 Stunden bei Tobi waren. Also Excel. Wir haben dann noch ein paar Dateien ausgetauscht und
Ja, jetzt gehen wir schlafen, morgen wieder arbeiten. Und das war eigentlich das Wochenende in Köln. Wie hat's dir gefallen? Ja, der erste Tag war ganz cool, der zweite war jetzt ein bisschen hart für mich. Und der dritte war auch schön. Ja, fand ich auch. Ziemlich coole Leute kennengelernt. Wir werden diesbezüglich bestimmt nochmal ein Fazitvideo machen. Da kommt definitiv noch ein Video. Because allein wegen den Angestellten im Hotel. Ja. Es gibt so viel zu erzählen. Ja, das stimmt. Und das ist ein eigenes Video wert. Deswegen würde ich sagen, danke, dass viele von euch dabei waren. War sehr cool, euch zu treffen. Und dann würde ich sagen, macht's gut, haut rein und bis bald. Ciao.